Ja, letztes Jahr habe ich in der Tanne ein Holzhäuschen aufgehängt, ein Vogelhäuschen aus Holz. Das gab es irgendwo ganz günstig. Es hat ein blaues Dach und tatsächlich gegen Blaumeisen rein. Bauten ihr Nest und hatten wohl auch schon Eier gelegt. Und dann guckte ich eines Tages aus dem Fenster hier und sehe, wie ein Eichhörnchen rot durch den Efeu hochklettert und schüttelt an diesem Meisenkasten, dass ich dachte, die kotzen sich doch jetzt die Seele aus dem Leib. Und dann hat es den aber wieder abgekriegt, noch auf. Und dann dachte ich, siehst du, Idylle pur. Man ist ständig noch bedroht. Und am nächsten Tag hörte ich Geräusche, so Klopfgeräusche, und hatte irgendein Nachbar hämmert an seiner Veranda. Und dann war das der Buntspecht, und der hat wirklich innerhalb von anderthalb Stunden so ein Loch in diesen Kasten gehackt. Und dann habe ich gedacht, die Welt ist eine Mördergrube. Es gibt keine Idylle im Garten, kaum guckst du nicht hin, hacken und stechen und fressen. Und seitdem hab ich da einen Vogelkasten aus Beton hingehängt. Muss man nicht weinen deshalb, ne? Ja, aber wenn ich über die Welt gereist bin, dann habe ich immer so viele Menschen getroffen, die kein Geld für Geschenke haben. Die haben dann Tee zusammengetrunken und sich Zeit geschenkt. Zeit für Tee. Das finde ich total luxuriös. Menschen, die sich Zeit nehmen, einfach. Und wir hängen wie Obst am Spalier. Die goldene Pomeranzen duften wie in den Herbst hinein. Auf uns, da sieht man die Bienen tanzen. Verzeih mir, wenn ich dann